Sartori. Es war ein Derby, das alles, bei dem alles drin war, eine Pizza mit allem sozusagen. Wie haben Sie es gesehen? Ja, wie Sie schon sagen, ein Derby war eine absolute Werbung für den Fußball, den wir heute getätigt haben. Beide Mannschaften, wir insbesondere in der ersten Halbzeit, wir haben bombig umgeschaltet, haben ein richtig gutes Umschaltspiel drin gehabt über unsere schnellen Außenbahnspieler, sind 2-0 in Führung gegangen, müssen dann den Deckel drauf machen, müssen 3 und 4-0 nachlegen, das ist uns nicht gelungen und sowas rächt sich im Fußball des Öfteren und dementsprechend können wir heute eigentlich nicht mit dem Punkt zufrieden sein, wobei man dann auch sagen muss, wenn man am Ende in der 86. 3-2 bekommt und dann noch so glücklich zum Ausgleich kommt wie wir heute, können wir durchaus bei so einem starken Gegner wie SV Spielberg, der so einen Lauf auch hatte die vergangenen Spiele, können wir durchaus mit dem Punkt heute leben. Sie haben ja sehr dominant begonnen. Wie ist es zu erklären, dass Sie am Anfang zumindest die ersten 35 Minuten eine solche Überlegenheit hatten? Ja, wir sind gut. Wir wissen um unsere Qualitäten. Die haben wir heute auf den Platz gebracht. Wir wussten, dass wir über ein brutal gutes Umschaltspiel den Gegner vor etliche Probleme stellen können. Das ist uns sehr gut gelungen. Und dann fehlt uns einfach auf dem Platz die führende Hand. Ein Spieler, der einfach abgezockt ist und genau weiß, wie man ein Spiel auch beruhigt und die jungen Spieler lenkt. Und das ist ein bisschen unserem Jugendlichen leicht sind dann geschuldet, dass wir so einen Spieler nochmal aus der Hand geben. Der Saisonverlauf ist ja für Sie aus Ihrer Sicht wahrscheinlich eher durchwachsen verlaufen und mit dem 12. Platz vor dem Spieltag war es jetzt, dürften Sie nicht zufrieden sein, denke ich. Wir sind punktetechnisch natürlich nicht zufrieden, das wissen wir auch, warum. Wir kennen die Gründe, wir haben wahnsinnig viele Jungprofis, die wir zum Einsatz bringen, um ihnen Spielpraxis zu geben. Dadurch haben wir wahnsinnig viele Wechsel in der Startelf, was ein Einspielen der Mannschaft natürlich sehr, sehr schwierig macht, aber das ist der Auftrag vom Verein und den erfüllen wir gerne, weil wir einfach dafür sorgen und Sorge tragen, dass die Jungprofis an den Profifußball näher herangeführt werden und dafür ist eine U23 da und dementsprechend erfüllen wir diesen Auftrag auch sehr gerne. Wir kriegen so einen kleinen Lauf im Moment, wir sind stabil, wir stabilisieren uns insgesamt als Mannschaft, weil die Mannschaft näher zusammenrückt, wir haben nicht mehr ganz so viele Wechsel mittlerweile drin und spielen uns ein und dementsprechend werden wir sicherlich noch die ein oder anderen guten Spiele absolvieren, auch bis zur Winterpause. Das sind noch 3 Spiele und die wollen wir allesamt, wenn möglich, gewinnen. Der nächste Schritt und der nächste Gegner lautet für Sie SV Oberachern. Wie werden Sie versuchen, diesen Schritt zu meistern? Ja gut, wie heute auch. Wir werden unser Spiel versuchen durchzudrücken. Wir werden das Ganze natürlich versuchen durchzudrücken über die gesamten 90 Minuten und nicht nur über eine Halbzeit oder 60 Minuten, sondern über die gesamte Spieldistanz und werden dann auch versuchen, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass wir die 3 Punkte dann auch mit nach Karlsruhe wieder mitbringen. Herr Sartori, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Gerne, danke schön.